Also, wir haben hier nochmal Portfolio 6 von einem Herrn oder Frau anonym. Hallo Thomas und Finanzos Team, vielen Dank für eure sehr informativen Videos. Sehr gerne. Ich bin aktuell 20 Jahre alt und wohne noch zu Hause. Zu Hause wohnen wir alle. Deswegen kann ich mir aktuell eine Sparquote von 1.400 Euro pro Monat leisten. Das ist natürlich sehr, sehr sportlich. Die Sparquoten sind genau so aufgeteilt, wie die einzelnen ETFs gewichtet sind. Also der MSCI World macht ca. 40% meiner Sparquote aus. Das Ziel meines Depots ist es, weltweit gestreut zu sein und bis zu ca. 40. Lebensjahr anzulegen. Wie alt war er nochmal? 20. Okay, 20 Jahre Anlagehorizont. Man muss sagen, dass ich mich gerne mit der Börse beschäftige und deswegen nicht extrem viel Wert auf ein voll passives Depot lege. Es macht mir nichts aus, mich zweimal im Monat mit dem Depot zu beschäftigen. Eventuell gehe ich deshalb auch die eine oder andere Sektorwette ein. Das schauen wir uns mal an. Aber es ist gut, dass einem sowas bewusst ist. Nur weil ich nur 2 bzw. 3 ETFs in meinem Portfolio habe, will ich das ja nicht missionieren, dass das jeder genau so machen muss. Ich bin übrigens im Team auch der Einzige, nehme mit Arno zusammen, eine der wenigen, die rein 100% nur in ETFs anlegen und that's it. Also jetzt mal Bitcoin und andere Assetklassen ausgeschlossen, aber wenn wir jetzt vom Aktienteil reden, ne? Wenn ihr euch aber bewusst seid, dass ihr eine Sektorwette eingeht, ja, dann be my guest. Und ich meine, die ganzen Portfolios, die wir uns hier schon angeguckt haben, und das sind ja schon einige, da seht ihr auch immer, dass es jeder irgendwie ein bisschen anders macht und jedes Portfolio hat irgendwo seinen Charme. Ja. Ein paar einzelne Aktien habe ich als Spaßfaktor noch in einem anderen Depot. Okay, das ist dann sehr wahrscheinlich hier nicht dabei. Gut, sowas zu trennen, also ETFs und Aktien zu trennen. Also, was haben wir drin? Also, größter Teil MSCI iShares MSCI World mit rund 40%. Alles klar, dem ist nichts entgegenzusetzen. MSCI Emerging Market. Oh, warte mal, ich glaube, du hast hier... Ah, doch, ist die Core-Variante. Okay, perfekt. Ich dachte, du hättest hier den normalen MSCI World von iShares genommen, der ist ein bisschen teurer. Aber das ist die Core-Variante, ist die günstiger, perfekt. Emerging Markets von X-Trackers, also von der DWS, auch gut. Ich glaube, den habe ich sogar auch. X-Trackers, MSCI Emerging Markets, yes. 1C, cumulative, also thesaurierend. Der hier ist accumulative, ebenfalls thesaurierend. Also 2 Thesaurierer. Dann hast du einen Stocks Europe 600. Oh, schon relativ stark gewichtet mit 15%. Das heißt, du willst hier sehr wahrscheinlich die starke US-Gewichtung ein bisschen counterbalancen oder gegenbalancieren. Ja, finde ich gut. Dann hast du noch einen World Small Cap mit drin. Das ist dann auch ein iShares-Produkt. Genau, iShares MSCI Small Cap UCITS. Ach so, hat er es sogar benannt. Kann man bei Treasure One seine Dinger benennen. Okay, das ist die Sektorwette Automotion und Robotics. Vielleicht schauen wir uns den dann gleich nochmal ein bisschen genauer an. Also all-in finde ich das ein super ausgeglichenes Portfolio. Um auf deine Frage zu kommen, World Small Cap zusammenfusionieren mit MSCI World. Nein, muss nicht sein, weil wenn wir die jetzt zusammen addieren, hast du ja 40% und 10%, das sind 50%. Das heißt, die Hälfte ist MSCI World, dann nochmal rund ein Drittel MSCI Emerging Markets und dann nochmal 15% Europa-Anteil, finde ich völlig in Ordnung. Du hättest den Small Cap Anteil auch dadurch lösen können, dass du zum Beispiel einen MSCI Europe Small Cap genommen hättest und dann halt ein bisschen weniger Stoxx Euro 600 oder den Stoxx Euro 200 Small Cap nehmen. Also, dass du quasi die Small Caps in Europa nimmst, weil Europa von der Aktienstruktur halt eher kleinere Unternehmen hat. Also weniger so diese gigantischen Monster à la Facebook, Amazon und so weiter. Aber ansonsten ist gut. Also, du kannst deine Small Caps entweder über World abbilden oder über den EU-Anteil. Ansonsten finde ich die Aufteilung perfekt. Und deine Sektorwette ist ja auch völlig im vertretbaren Rahmen, also mit 7%. Das ist halt das, was ich vorher meinte, ne? So eine Core-Satellite-Strategie. Also die ersten 4 ETFs stellen halt so dein Core dar, also damit bildest du quasi die Welt ab, so wie du sie für dich definierst, halt mit einer leichten Übergewichtung von den Emerging Markets und von Europa, was ja der Bruttoinlandsproduktgewichtung mehr entspricht als der Market Cap-Betrachtung, aber es ist ja eine gute Wahl. Und dann halt, ja, ein bisschen mehr als 5% Sektorwette, finde ich völlig vertretbar. Also kann ich jetzt nichts zu sagen. Philipp, deine Einschätzung? Ich bin sprachlos. Ich wusste gar nicht, das klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage, ich wusste gar nicht, wie gut du dich in diesen ETFs auskennst. Ich habe keine Ahnung. Also klar, natürlich sagt mir das was, aber wie du das runterredest, nee, also gibt es nicht von mir echt nichts hinzuzufügen. Wahnsinn. Ja? Also, aber ich finde es insgesamt nochmal, um darauf zurückzukommen, natürlich total interessant, wie konsequent in die ETFs reingespart wird. Ja? Mhm. Und dann eben einfach gesagt wird, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, und dann eben einfach noch nebenher, ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sagt, dann hat man noch so ein paar, ja,
Einzeltitel, oder? So habe ich es doch richtig rausgelesen, oder erzähle ich jetzt Quatsch? Ja, aber die Einzeltitel sind jetzt nicht hier drin, sondern ja, die sind nochmal auf dem anderen Depot. Aber ist auch gut, alles ja. Gut. Finde ich alles gut, das zu trennen voneinander, ja. Das ist natürlich genau das und dadurch lernt man halt auch total viel, weil ich meine, wenn man da jetzt mit diesen Einzelaktien irgendwie mal auch dann einen Verlust fährt, einen größeren oder mit allen vielleicht auch einfach im allerschlimmsten Fall, dann ist man einfach auch so ein bisschen wieder mehr gepolt zu. Ja, aber das ist ja auch total wichtig, dass man das zahlt und vielleicht auch nicht. Ja, tut weh in jedem Fall. Aber deswegen ist es auch total wichtig, dann eben so ein ETF-Portfolio nebenher als, ich nenne es mal, Versicherung zu machen. Zu sagen, hey, ist nicht alles weg. Und ich habe da jetzt nicht alles nur auf eine Karte gesetzt, weil das ist schwierig. Und wenn man das macht, dann glaube ich, muss ich ein bisschen öfters als nur wir geschrieben oder er oder sie geschrieben, nicht nur zweimal im Monat damit beschäftigen. Ja, aber ich bin hier übrigens gerade in der Zwischenzeit mal auf iShares gegangen, habe mir diesen iShares Automation and Robotics angeguckt und habe hier sehr strange Werte drin. Unter anderem Garmin, wo ich mir gerade dachte, was hat Garmin mit Automation und Robotics zu tun? Ich bin ja großer Garmin-Fan, ich habe ja eine Garmin-Uhr für meinen Sport. Trage die auch sonst immer privat ziemlich gerne. Aber was hat das jetzt mit Robotics zu tun? Und auf der ersten Position hast du Snap Inc., also Snapchat. Weiß nicht, ob die sich irgendwie reorientiert haben. Die waren ja einfach mal so eine Social-Media-Plattform und weiß auch gar nicht, weiß nicht, wie die sich entwickelt haben. Du hast kein Snapchat, Thomas? No. Oh, krass. Siehst du den Chart hier? Die sind ja richtig explodiert. Also, was heißt explodiert? Also, Snap? Ja, Snap Inc. Okay, krass. Sie haben sich negativ entwickelt, sind irgendwo so zwischen 12,50 rum an die Börse gegangen, ist dann kontinuierlich abgestürzt auf 5 Euro und dann aber hoch auf 45. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die sich reorientiert oder so, machen jetzt was anderes als ihr. Die haben ja die Storys quasi erfunden. Ich hoffe, dir hat dieser kurze Überflussclip gefallen. Wenn ja, lass uns auch gerne einen Daumen hoch da und schau dir gerne die weiteren Clips hier oder hier an. Und wenn du in Zukunft keine Highlights mehr aus unseren Streams oder Interviews verpassen möchtest oder einfach Clips aus der Finanzflusswelt, dann solltest du Überfluss auf jeden Fall abonnieren. Bis zum nächsten Mal.